So, wollen wir uns heute erstmal Jansky-Video noch reinballern? Ich meine, Jansky war am Donnerstag, nee, am Mittwoch schon da. Aber da ist ja, da haben wir uns das ja nicht angeguckt. Jansky, vor 2 Tagen. Folgender Titel. Niklas Huben auf Abwägen. Na, das bedeutet ja meistens nichts Gutes, wa? Niklas Huben auf Abwägen. Mhm. So. Dann werden wir mal gucken, was der gute Jansky da so parat hält. Für uns. Auf die Augen. Mhm. Niklas Huben ist auch so ein Boy, da würde ich mich verlieben, ne? Ach, Digga. Läuft. Dieser Dreckskörb, ne? Ach, Digga. Also es liegen 3/10 im Mitte-Sektor. Stimmung? Vorhanden. Vollidiot. Danke. Ach, Digga. Was ist denn hier los? Hä? Unangenehm, wenn das ein Cut wäre. Ach, Digga, was läuft denn hier in diesem Rennen denn mal gut? Niklas Huben hat sich auch Digga angewöhnt, scheinbar. Oh, ja. Niklas, die Frohnatur der Welt. Hm. Ich glaube, aktuell sind so ein paar Leute nicht so gut drauf, oder? Kann das sein? Gut. Fick der Scheiße, Mann. Natürlich treffe ich die jetzt nicht. Ach, Digga. Was? Och, war das Braindead. Mann, sogar Tamus und... Och, nee, Digga. Lenk, du Scheißauto. So ein Rotzrennen, Leute. Verfickte Scheiße, Mann. Ist dieses ganze Video eigentlich nur aus einem Rennen entstanden? Es sieht so aus. Aha. Yeet. Krise mit der Scheiße, ey. Let's go, Flo. Ich brauch dich. Vom Draft ein bisschen zu verderben. Ich lass mal. Okay. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Shit. Oh, oh. Shit. Einfach rausgeschoben. Oh, und wir wissen alle, dass Flo auch dead ist. Flo ist einfach auch dead. Ja, ich grüße dich, hallo. Mmh, war das schön zu sehen. Der Christ hat einfach mich getötet. Es ist schön, Niklas mal lachen zu sehen. Wer fährt denn eigentlich schon wieder so eine Einstellung hier? Ist das Regenwelten? Oh, wow. Tschüss. Christopher! Digga, das Auto ist komplett gestorben und ich sehe hier nichts mehr. Ja, sag doch mal, dass du da irgendwo stehst. Ich bin tot. Ich wurde auf jeden Fall gut durchgereicht. Hallo, hallo, bremst doch mal. Der fährt rückwärts. Nein, 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 komm ich rüber. Oh. Nicht mit dem... Ich hab doppelt... Alter, was fahren die denn für Rennen zwischendurch? Also, okay. Den Flo gemacht? Ja, mein Boxstop ist ja schon hier. Ich hab mein Pitlimiter in der Box ausgeschaltet. Ich muss wieder rückwärts fahren. Zweimal. Elvinko, bist du's? Elvinko, bist du's? Das ist auch einfach das größte Meme seit jeher. Zurück, komm zurück, komm zurück, komm zurück. Oh, scheiße. Ich hab auf Dries auch gewechselt. Ach du Scheiße. Oh, das geht richtig in die Wand. Bumm. So I can travel. Hat niemand gesehen. Hat niemand gesehen. Ach, dieses Kack. Und das auf P1. Das wäre mir ja unangenehm. Heide Witzka. Also Jansky ist aber auch wirklich so ein Mensch, ne? Da kannst du nur tilten. Wenn der dich auf den Kieker hat, Junge, uff. Kackauto, Digga. Ich krieg die Krise. Das wird minus Edo. Scheiße. Aber nur, Mizi, was denn jetzt? Mizi, ich möchte mit Chat ein Jansky-Video gucken. Oder willst du mitgucken? Nee. Nee, 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 nee. Und genau deswegen liegst du nicht an der Tastatur dran. Hier ist Feierabend. Nee. Nee, hier ist Feierabend. Ich möchte das jetzt in Ruhe gucken. Alter, jetzt hör auf, dich zu drehen. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Joik! Ach, Digga. Oh, ey, Mizi. Ah,
hat das nicht gereicht, dass die Computer so viele Probleme gemacht haben? Jetzt musst du doch nicht mit deinem Schwanz die Escape-Taste drücken. Oh, wow. Du musst hier nicht künstlich den YouTube-Content rausstrecken. Nur, dass du auch bei YouTube mal zu sehen bist. Da kann keiner es haben. Das kannst du machen, wenn wir richtig in Fahrt sind. Bei einer Hype-Train. Maga, ohne Scheiß. Nee, nein. Maga, ich schmeiß dich vom Schreibtisch runter. Du legst dich bitte... Maga, der Schreibtisch ist 1,10 Meter tief. Und du schaffst es, auf dem letzten Furz dich immer an die Tastatur zu legen. Hier vorne ist noch ein 1,5 Meter Platz. Was ist los mit dir? Du gehst vom Schreibtisch runter, ich sag's dir. Da brauchst du dich gar nicht da hinten verstecken. Ich sehe dich trotzdem. Bist groß genug. Nee. Mm-mm. Du brauchst auch nicht den Arsch schon wieder nach rechts kippen. Am Arsch dran. Das ist deine letzte Chance jetzt. Sonst hebe ich dich runter. Und da kannst du liegen bleiben. Siehst du, wir verstehen uns. Letzte Chance hast verstanden. Und jetzt ist Ruhe im Karton hier. Los geht's. Alter Mizi. Nee, jetzt ist Schluss. Ich hab dich lieb. Über alles, kleines Katzentier. Kannst dich gerne in irgendeinen von den Rennsitzen reinsetzen. Aber ich möchte jetzt Jansky gucken. Das wird minus Edo. Scheiße. Alter, jetzt hör auf, dich zu drehen. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Mhm. Ach, Digga. Boink. Hoch. Er hat 10 Sekunden bekommen. Was ist daran jetzt so witzig? Warum wird er denn so langsam, Mann? Verfällt Scheiße, Mann! Ach, Mann, ey! So ein Vollidiot! Sekunden vorn schauen. Ich auch. Ich weiß auch nicht. Also, das ist mir komplett. Was war denn da auf Paul Ricard? Alter, sag mir jetzt nicht, weil er da durchgefahren ist, das Auto weggeflogen. Warum wird er denn so langsam, Mann? Verfällt Scheiße, Mann! Ah, meine TC an. Ach, Mann, ey! So ein Vollidiot! Sekunden vorn schauen. Ich auch. Überleg dir mal, auf welchem Level wir unterwegs sind in ACC, dass Leute permanent ihre TC wechseln, um schnell zu sein. Hm. Okay. Ich weiß auch nicht, also es ist mir komplett broken. Und Aufhänger kaputt. Problem. Ganz großes Problem. Ich habe Bereitschaft. Ich muss arbeiten. Nein! Ich hasse mein Leben. Passiert. No. Ja. Schätze vorm Start ab. Content Creator gewohnt, dass immer die Leute gleich die übelste Fresse ziehen und total rumschreien. Also ich zum Beispiel, wenn ich jetzt Niklas und dir zugucke, dann mache ich mir gar keine Sorgen. Also da habe ich das schlafendste Gesicht, was es gibt. Also ich ziehe schon ziemliche Grimassen, muss ich sagen. Oh, ich auch was. Alter, Jansky holt aber auch wirklich die ältesten Dinger raus. Junge! Digga! Die ältesten Schinken holt Jansky raus, Junge. Was machst du da? War das knapp, Mann. Top Bob. Wir haben einfach ein geiles Trockenseil, was auch gut im Regen ist. Weil wir geile Ficker sind. Das ist echt so trocken rein, ohne Vorbereitung. Ich war schon drin und dann Punkt. Nils hat das Teil schon gesehen. Was? So, ich hab mich... Ah, Jansky. Tschüss.